tobt ein Krieg in der Ukraine. Ja. Wie denken Sie darüber? Ja, wie denkt man darüber? Ich bin fassungslos, tief traurig und wahnsinnig berührt und versuche, das, was in der Macht steht, zu tun, zu demonstrieren, da zu sein, zu spenden, Bedarfslisten sich anzuschauen und sich so gut es geht einzusetzen. Trotzdem ist es schön, auch wieder einmal zusammenzukommen, vor allem nach dieser Corona-Zeit, wo gar nichts möglich war. Ja. Wie geht es Ihnen damit? Es sollen ja auch zum Ende die Maßnahmen fallen, zum Ende März. Ja, dem stehe ich so ein bisschen skeptisch gegenüber bei den aktuellen Zahlen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ansonsten ist es natürlich schön, wieder zusammenzukommen, wenn auch irgendwie irritierend, tatsächlich viele Menschen zu sehen ohne Maske. Aber ja, wir kriegen gleich eine wieder. Ein Wort zum Thema Mode. Sie sehen fantastisch aus. Dankeschön. Wie wichtig ist Mode für Sie? Mode ist für mich wichtig, weil es ein Ausdrucksmittel ist und Teil auch von dem, was ich mache, weil ich ja immer wieder in unterschiedliche Rollen schlüpfe und deswegen auch in unterschiedliche Outfits. Und es ist eine Art und Weise, sich auszudrücken. Und deswegen ist es ein großer Teil von meiner Kreativität auch. Ich mag es sehr.